Das ist ja quasi wie so eine, wie so hier Hello, Steelboy. Shadow, nee, nicht Shadow Warrior, Ninja Warrior, nur auf Crack. Super Epic Reality Climax. Wir dürfen nicht auf die Katzen, wir dürfen nicht auf die Katzen Aufsteller schießen, das weiß ich noch. Alter, genau. Die Tiger dürfen wir abschießen, aber die Katzen nicht. Nee, die Pandas dürfen wir nicht abschießen, so war das. Unethical. Ich weiß zwar nicht, warum es ethisch ist, Pandas nicht zu ermorden. Katzen aber schon, aber gut, das. Ja, also, stimmt. Lecker, ein leckeres Panda-Steak ist halt auch geil. Leckeres Panda-Steak, Alter. Ja. Das hat bestimmt die militante Veganerin davon. Die sagt ja, fleischfressende Tiere sind Arschlöcher, so wie Tiger, aber Pflanzenfresser nicht, so wie Pandas. Deswegen dürfen wir Katzen auch essen. Oder eher essen als Pandas zumindest. Das ist absolut logisch. Das wird nicht regeneriert, das wird nicht regeneriert, die Energie, ne? Ich weiß. Okay. You got it, Zach. Fuck! So will ich nicht sterben. Auf Zeit? Ach, ja, du willst auch nicht sterben, ich bin mit dem Jetski vor Unglück. Oh, das ist ja. Das ist ja richtig Augenkrebs durch die. Ich hab schon ein paar abgeknallt. Ich warte, bis hier der Strom weg ist. Okay, lass mich durch. Hey, da läuft ein Hotdog rum. Hey, du Würstchen. Routine maybe, but lucrative. You are going to make Professor Genki-sized dollars driving hoes around, that's for sure. Cha-ching. Yes, the contestant is having a kick-ass run so far. Beschossen. Another great burst of action by the contestant. Is that? It is. Sehr gut. We have a present. A present is in the maze. Ja. Geschenke, ich mag Geschenke. Oh, pass auf. Oh, nee, da ist auch noch Feuer. Aua. Ich mag kein Feuer. Feuer ist heiß. Oh, fuck, was ist hier los? We don't see a contestant dominate an arena like this often. Aua. Quite a performance so far. Leck mich, Arschloch. Wo kann ich einen Panda töten? Is that? It is! We have a present! A present is in the maze! Er muss sich echt zurückhalten. Oh, hier ist noch mehr. Okay, ja. Geld haben wir genug. Every contestant on Professor Genki should perform this well. Time Bonus. Entschuldigung. Das ist halb so schlimm. Ich hab das Geschenk. Oh, das hilft. Oh, danke, das hilft. Ach, hilft dir das dann auch, wenn denn hier die Abschluss? Scheint so, ja. Gut. Ja, ich muss kurz warten. So Bobby, ja, das ist gut, kein Problem. Und durchhüpfen. Wow, Sniper. Oh, das ist ein Sniper, ja. Okay, ich muss auch zurück. Hier geht drei abgeknallt, dabei habe ich erwischt. Ich habe auch ein paar abgeknallt. Also, der Sniper müsste auch noch da gewesen sein, oder auf jeden Fall. Ja, der ist tot. Oh, da sind zwei Flaschen. Oh, verdammt. Ja, das Geheimnis war hier, glaube ich, wirklich einfach vorsichtig vorgehen. Puh. So ja, du musst natürlich aber trotzdem halt auf die Zeit achten, das ist halt das Ding. Ja, das, hier geht es ja auch noch, nachher hier wird es noch ekliger. Ja, klar. Spectacular performance. Help. Oh, das ist Strom. That's what the fans pay to see. Ja, das Stromding hört gar nicht auf, muss man da rüber springen? Okay, nee, das funktioniert nicht. Oh, hier ist Geld. Money shot. I see what you did there. Achso, man muss aber außen rum, ja, perfekt. But I will say, Bobby, the Saints' natural homicidal tendencies. Geschafft! Ja, easy. Oh, wir haben sogar deutlich mehr Geld bekommen, als wir brauchten. Ja, und das Geile ist, das ist die einzige Aktivität, die, wo man das alles ausgezahlt wird. Das ist so geil. Ja, stimmt, stimmt, genau. Jetzt ist es noch ein Testbetrag. 600. Ja, ja. Oh, fast 7000, nicht schlecht, das war richtig gut. Ja, also. Ja, nachher, wenn die Tanks dazukommen, ja, das dann wird hart. Ja, ja, auf jeden Fall. Begleiter Pierce Washington. Wir haben noch nie Begleiter, aber ich benutze neben dem Spiel, oder? Danke fürs Auto, nee. Ich übernehme mal, ne? Ja. Sehr freundlich. Willkommen. Was ist das hier? Können wir mal neue Aktivitäten machen? Ja, okay. Guck mal hin da und gucken, was dabei rauskommt. Ey, voll gut, ich habe gerade 6500 Dollar für diese Sprintverbesserung bezahlt. Das habe ich schon wieder fast genauso viel wie vorher. Das ist voll nice. Verbesserung. Nee, das will ich nicht.
Oh, mehr Pistolen, Munition? Ja, das nehme ich. Warum nicht? So, schon auf Mittelstreifen fahren. Wie es sich gehört. Schön ordentlich fahren, wie es sich. Panzer! Oh ja, Schaden anrichten. Einfach nur Sachbeschädigung. Das ist auch richtig geil gewesen. Am Arbeitsplatz, sehr gut. Panzervandalismus, genau. Oh, geil, Digga. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ach ja. Oh, oh Gott, es geht schon los. Ich fahr mal nach rechts. Also, linke Maus, das ist Granate, Raketen und rechte Maus, das ist. Ja, genau. Oder ist Bullerei. Piss euch, ich mag euch nicht. Ah, shit. Also schon mal eine Monster-Kombi zum Start. Und die erste Übertour auch schon. Ich weiß noch, damals haben wir das immer so gemacht, einer von uns hat sich darauf konzentriert, die Kombi aufrecht zu erhalten und der andere hat dann die großen Kills gemacht, so. Okay, können wir gerne wieder so machen. Ja, auf jeden Fall. Ich mach grad die Kombi hier schon wieder. Stimmt, denn weil nachher war das irgendwie schwieriger, ne? Irgendwie war das nachher. Ja, genau. Ja, Junge. Wie kann ich nicht fahren, ne? Ja, gut. Wir haben es jetzt schon fast geschafft, ey. Schade, wenn das ausgezahlt werden würde. Das wäre gut. Okay, wir haben's. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Naja, weil es natürlich aber auch immer. Es ist zwar schwer, was wir spielen, aber es ist natürlich immer leicht schwer, weil die Aktivitäten mittelschwer dann und schwer sind. Ja, klar. Wenn du willst. Ja, das sind nachher noch ein paar, weil die richtig schwer gewesen sind, das weiß ich halt auch noch. Aber die alte Taktik funktioniert noch, das ist echt cool. Easy. Ah, sehr schön. Oh, nochmal zwei Riesen, nimm mal mit. Kein Problem. Ich finde, die könnten ja mal Saints Row 1 und 2 remaken. Die alten Klassiker. Oder remastern, dass man die wenigstens zweit spielen kann. Das wäre geil. Das wäre echt cool, ja. Du meinst, Saints Row 2 war von der Story her ganz geil, ne? Ja, ich glaube ja, doch. Aha. Gesundheit kann mich. Ja, bin ich Stufe 3, leck mich doch. Unterhöhung dann halt. Achso, da gibt's keine Fähigkeitspunkte. Oh Gott, gibt's Geld. Na gut, Geld regiert die Welt. Korrekt. Schaden, Kugel. Gut, ja, also wir haben noch, glaube ich, noch zwei Aktivitäten, die wir noch nicht angeguckt haben. I feel bad for you, really. Na dann. Otto? Ja. Geradeaus. Ja, ich hab's auch mal markiert. Ah, okay. Ich meine, wollen wir die jetzt schon durchmachen, die Aktivitäten, die wir freigeschaltet haben? Boah, ein bisschen zum Reinkommen wieder. Oh, da brennt ein Auto, das weiß ich nicht. Ja, und nachher kriegt man das Geld ja auch näher geschrieben. Weiß ich auch noch. Ja, richtig. Ich meine, eigentlich kriegen wir es jetzt schon ziemlich näher geschmissen. Ja, das Spiel ist aber auch Spaß ausgeht. Und jetzt links. Ah, nee, muss ich gar nicht sagen, ne? Alles gut, nee, ich weiß schon. Okay. Ja, eben, es ist halt vom Gameplay einfach sehr, sehr nice. Ich bin einfach auf die Straße gegangen. Ey, ich bin rausgeflogen! Alter, ich bin rausgeflogen! Leute, wieso das denn? Weil du irgendwo gegengefahren bist, klar. Nein, da wollte ich nicht rein. Ich hab nur eine Laterne umgerotzt, mir war doch gar nicht. Ja, ist nämlich rausgeflogen, glaube ich. Stimmt, ich erinnere mich, dass er die Sink in dem Spiel teilweise echt extrem war. Na gut, egal. Ja, ein bisschen. Naja, und hier, was ist das? Oh, Helikopter, Hubschrauberangriff. Ach du Scheiße. Wie konnte man da nochmal fliegen? Wie ging denn das nochmal? Der Flugsteuerung. WASD. Also das stimmt, das war ja voll entspannt, ne? Hä? Wieso bin ich raus? Ich bin einfach rausgeflogen, weil ich sie gedruckt habe, oder was? Hä? Okay, das ist bei mir nicht passiert. Ja, okay. Hä? Wie gedruckt? Aber es war einfach ein kompletter Abgang. Okay. Naja, egal. Alter, man könnte, glaube ich, so ein Best-of alles tippen. Aber stimmt, die Flugsteuerung, das war nachher auch bei den Jets und so, die war so mega angenehm in Saints Row, daran erinnere ich mich noch.
Das ist total entspannt. Hey, du Wendsohn! Ja, und die macht sogar ich und ich bin ein Mensch, der mag keine Zustellung. True. Also, wer Fliegen ja ins Spiel einbaut, der tritt auch freiwillig auf Legosteine. Glaub ich. Ich schub's auch kleine Enten in den Teich, wirst wahrscheinlich. I'm still the best. Piss dich. Fuck the police. Ey, du fährst zu schnell! Boom! Hab ich auch gehört. That one was for you, Johnny. Jetzt mal langsam hier mit euch. Also stimmt, mit den Raketen aber aufpassen, man kann damit auch die eine Leute abknallen, das weiß ich noch. Ja, ja. Und tschüss. Oh Gott, hier, oh Gott, wir beide. Boom. Oh. Einfach Mobbing, ey. Raketenkreis. Ah ne, das ging irgendwie anders, ne? Na egal. Raketenkreis. Hallo, Raketenkreis. Boom, boom. Tschüssi. Junge, beeil dich einfach, laber weniger. Ja. Oh. Wofür brauchst du jetzt hier Hilfe? Gute Frage, verpiss dich da unten. Oh, Alter! Oh Gott, da wird dein Leben ziemlich froh. Und viel Spaß am Sterben, wünsche ich. Das ist schon Mobbing, ey. Oh Gott, ohne Seebestattung. Oh, ist aber schön. Aber 9 von 10 Saints-Spieler finden Mobbing eigentlich gar nicht so schlimm. Das stimmt. Digga, wie das scheiß Ding verfolgt, ey. Digga, das Ding hat ihn locker einen Kilometer weit gejagt. No one beats a Saint. Oh, ups. Nein! Ja. Ja, okay, ah, tschüss. Ich wollte eigentlich den Müllwagen in die Luft jagen und damit ihn in die Luft jagen. Ich wollte Raketen herziehen. Ja, ja, das habe ich auch versucht. Oh, ja. Oh, Pierre Sommersteiner. Wenn soll ich das machen? Wir auch noch fertig werden. Ich muss jetzt mal in die Kühe. Vielleicht sagen sie hier. Oh Gott, ich bin so intelligent, Alter. Ich schieße einfach auf die Schienen. Oh. Bist du kein Fan des öffentlichen Nahverkehrs? Ja. Ach ja, diese Gangs gab es doch hier auch noch, diese Gangs. Ja, ja. Die Luchadores, das sind sowieso meine Lieblinge gewesen, so für mich als Wrestling-Fan. Ich kann auch gerne noch so sich als Wrestler so kleiden, das würde ich auf Garantie wieder machen. Das war so großartig immer. Oh, ich hab ein bisschen. Da haben wir uns ja mal abgewechselt, wir beide. Wie abgewechselt? Bei diesem einen Wrestling-Kampf. Ja, stimmt, ja, genau. Ah, der war so schön. Toll. That was fun. Gas station's more noticeable? What? Nah, I just wanted some chips. Oh, da kommt ein Helikopter. Oh my god, they've got a Helikopter. Hallöchen. Viel Spaß damit. Ja, also. Norris ist halt einfach. Wohin zu mitnehmen? Ja, aber auf Versehensbetrug war das schwerste, glaube ich. Ja, ja, den schwerste Stufe nachher auf jeden Fall. Ja, Panzervandalismus hat auch ein paar echt schwere. That's more like it. See? Don't doubt your boy. I always win my arguments. Huh? Noch ein Auto? We should hit some more places later. Sure thing. Easy. Hubschrauberangriff abgeschossen. Mehr Hubschrauberangriffe, okay. Ja, das ist auch lustig. Reicht es eigentlich, wenn einer von uns die Gebäude kauft und müssen die beide kaufen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist hier gerade eins in der Nähe? Wir können das einmal ausprobieren.
Ich bin anscheinend im Boden gespawnt. Ich bin im Boden gespawnt. Ah, sorry. Cool. Ich bin unter der Map. Ja, da, wo? Cool, da sehe ich mich auf jeden Fall. Aber warte, ich kann das vielleicht entbacken, indem ich einfach gleich eine Mission starte. Ja. Lol, ich bin einfach unter der Map gespawnt. Dann gucken irgendwie. Wir das gleich, wenn ich dich gepitcht habe. Aber stimmt, dann muss ich direkt mal einen Screenshot machen. Das Spiel hatte einige Bugs, ich erinnere mich. Allerdings. Aber du viel zum Thema, damals waren Spiele immer feinpoliert, ne? Ja. Saints Row war schon sehr besonders, gerade Saints Row 3 auch. Was ist Pfeil nach links, Pfeil nach rechts? Was war das? War das nicht Drogen? Das kann sein. Illegaler Handel, ja doch. Ja, illegaler Handel darf süchtig machen. Oh. Hoffentlich geht's. Illegaler Handel macht unsere Kunden süchtig. Ist der da? Ja. Ah, okay. Kannst du anfangen? Also ich muss fahren. Achso. Ja. Achso, in Saints Row 2 ist es anders. Ah, okay, da fährt der... Fährt der Chef. Oh, ey, okay. Ich darf fahren, ey. Endlich. Hier fährt der Chef noch selbst. Ja, damals war alles besser, muss ich nicht dabei fahren. Aua. Ja, schon Gesellschaft. Ich kümmere mich um die, alles gut. Hallöchen. Hallöchen. Piss dich, Bitch. Ah, die ist... You can't find this tape in stores? Was? Oh moin. Du kriegst ja gar nicht tot. Sagst du mal, was hältst du denn von einsteigen, Piers? Ich hab den Sniper gerade rausgeballert. Boah, stellst du die Hände dir an. Er genießt seine Gesellschaft. Aber oh, nicht auf Gegenseitigkeit. Oh, wir haben Platten. Naja. Oh, ich hab die Fahrerin erschossen. Und tschüss, ihr Fotzen. Gut, dass ich meine Pistole abgegradet habe. Das war, glaube ich, ganz gut. Haben wir gar keine Musik? Bisschen Musik. So, mach mal den Deal. Hallo, das ist dir. Hallo, ich gebe euch heute keine Autogramme. Erst ab morgen. That one was for you, Johnny. Ich bin privat hier, verpisst euch, scheiß Paparazzi. Ja, bist fertig? Sehr gut. Dann würde ich den Rückzug antreten, wenn es dir gerecht genehm ist. Sehr gut. Ach echt? Ich dachte, es wäre ein Spielzeughelikopter. Danke. Oh mein Gott, they've got a helicopter. Ich hab nachher Kopf, man die auch gut runterholen, nur... gerade nicht. Naja, momentan sind wir noch so ein bisschen... low. Eingeschränkt durch unsere Waffenauswahl und Pipapo. Wir müssen leise sterben, danke. Good girls kick ass. Let's pick this up another time. I gotta work on my technique. Yeah, I think the Morningstar got the message. Und deine Technik wird doch gar nichts gemacht, du Lappen. Das war wirklich so. Hat 13% schon. Und Morgenstern, ja. Alter, wir spielen. Schon bald. Ah, guck mal, hier kann man auch so eine scheiß Klinik kaufen. Ich kaufe mir die mal und dann gucken wir mal, ob die dann bei dir auch freigeschaltet ist. Okay. 5000? Ja, ist okay. Und? Nee. Müssen alle beide selber kaufen. Ach Gottchen, na gut. Naja. Oh Gott, aber cool. What the hell was that?
Hey. Aber, cool. Sag mal, bist du bescheuert? Rastet komplett aus. ich muss mich angemessen, ich soll mich angemessen im Straßenverkehr benehmen. Ja, ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig. Ich wusste, du wirst dich uns mit Motorrad normal nimmst, das war so klar. Ich muss einfach. Ja, wenn du den Motorradfahrer mit, nimm ihn mit. Ich finde das nicht so wahnsinnig gut. Na egal. So. Also GTA 5 ist das nach eigener Regel zum Motorradfahrer. Richtig. Es lernt man in der Fahrschule. Das gehört aber zum guten Ton.